Willkommen zu einer weiteren Folge F1 23 Breaking Point. Während uns hier Evelyn schon wieder nervt, abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst ihn nämlich nur, da wir sind in Kapitel 13. Jetzt verpiss dich mal. Gut, hören wir uns mal kurz an, was sie zu sagen hat. Das ist die Mom, okay. Kelly, hast du das Interview gesehen? Nein. Perfekt. Gehen wir ins nächste. Ich mochte Aiden nicht. Überhaupt nicht. Warum nicht? Ich fand ihn ziemlich unreif. Wegen der Ereignisse in Baku und er konnte das einfach nicht gut sein lassen. Er war aggressiv auf der Strecke und auch seine Einstellung. Er war bei Cornerspot nicht mehr glücklich. Dachte, er sei zu gut für das Team. Und das ließ ihn nicht gerade sympathisch erscheinen. Es ist schon kompliziert genug und das ist jetzt nichts, was jeder wissen muss. Das entscheidest du. Na gut. Aber diese Unehrlichkeit bereitet mir großes Unbehagen. Wir reden später weiter, okay? Jetzt kommt David auch noch rein. Ich hoffe, das geht schnell. Ein bisschen Zeit für Kasper wirst du wohl noch haben. Das hier war nicht im Plan. Bist du jetzt etwa zu beschäftigt für uns? Jetzt sag's ihnen endlich. Andreo, bitte. Oh nein. Kann's jetzt losgehen? Ja, Aiden hat noch ein Meeting mit Mercedes, das nicht warten kann. Es reicht! Es reicht! Genauso mühsam wie Bruder. Das muss jetzt endlich aufhören. Und genau deshalb sind wir hier. Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, war's das für uns. Was soll das bedeuten? Andreo? Das bedeutet, dass wenn wir nicht auf Platz 5 landen, Butler Global die Finanzierung einstellt. Und wir werden den Verlust nicht ersetzen können. Unmöglich. Wie? Was? Kasper? Ja, das stimmt. Dann sind wir am Ende. Andreo? Dann war's am Ende? Bro, einfach durchziehen und zusammenreißen. Ja. Mein Vater hat mich ins Team geholt und dann sofort damit gedroht, alles wieder zu beenden. Warum würde er das tun? Das ist so sein Ding. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Eine Woche später sind wir nun in Spielberg. Und ich glaube, wir müssen jetzt ähnlich wie damals mit Kaspar, ja, uns mit ihr versöhnen. Ja. Okay, noch 9 Runden. Inter? Ach, das ist krass. Unseren Informationen nach sollte der Regen in nächster Zeit zunehmen. Wir sind also das erste Team, das den Wechsel vornimmt. Nutzen wir das aus. Ach du Scheiße. Wir müssen jetzt auf trockener Strecke, weil das Team gepokert hat, mit den Inters unterwegs sein. Es tröpfelt zwar erst, aber Halleluja. Das ist auf jeden Fall ein Glücksspiel hier in, ja, Österreich. Mein Teamkollege ist jetzt auch in der Boxengasse. Und ja, jetzt sei mal still, bitte. Der Fries und seins draußen, ja, das passt, der Fries. Wahrscheinlich selbst im Kiesbett eingegraben oder so. Jetzt, okay, jetzt fangen sie wirklich ordentlich an. Ich glaube, da war ein Informant hier. Ich glaube, die haben das nicht von irgendwo. Wir müssen Alpha und auch Alpine schlagen. Das sollte eigentlich... Und in die Top 5 bis 10 kommen. Wie soll ich das denn schaffen, bitte? Okay, das Erste Kurve geht ja gar nichts. Das ist schon mal der 13. Platz. Immerhin. Und alle sind jetzt auf Inters. Und wir haben gefühlt von jetzt auf gleich von Trocken auf Armageddon. Also das wird jetzt eine interessante Sache werden. Und es sind nur 8 Runden zu gehen. Wir haben den Alpine immerhin jetzt hinter uns und ja, Top 5, das wird aber vor. Ich hoffe, dass da einige noch nicht in der Box waren. Max war auf jeden Fall noch nicht drin. Ja, viel zu spät auf der Bremse. Bei diesen Bedingungen musst du halt wirklich so vorsichtig sein und trotzdem, ja, haben wir natürlich dieses Ziel. Ich weiß nicht, ob wir die Alpine besiegt haben. Ach so, da ist neben jedem netten Haken, okay. One Yu auch nach vorne, okay, das heißt, wir müssen sowieso, ja, come on, ich weiß zwar, dass die Kurve rutschig ist, aber du könntest uns schon ein bisschen mehr Platz lassen. Wir waren ja außen, also, ja, eigentlich, ja, ich meine, ich war ja schon Maximum. Ja, im Nassen ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Max ist jetzt in der Box und ja, der fällt weit zurück, aber mich wundert es, dass der trotzdem vor uns rauskommt.
Ob die Strategie jetzt so Genius-like war, bin ich mir nicht ganz sicher. Also, weiß nicht genau. Wo ist Aiden? Der ist weit vor uns. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Nächster Platz, das ist Platz Nummer 10. Und der fünfte Platz, wie soll ich das denn bitte schaffen? Wie soll ich das denn bitte schaffen? Das scheint mir unmöglich zu sein. Oder? Ich meine, es ist kaum mehr Zeit hier. So. Jetzt hier unser nächster Rivale und wir wären dann endlich in den Top 10 mal. Ja, der bremst hier einfach, Mann. Jetzt mal hier raus. Aus. Puh. Ab in die Ringkurve rein, er ist immer noch neben uns. Und das ist jetzt Platz Nummer 9. Oh, Ocon 7. Der ist sogar vor Aiden. Das müsste Aiden auch noch überholen. Und das wäre dann aber nur der 7. Platz. Hardcore Pendler. Ja, jetzt wird es halt nochmal interessant. Ich meine, wir haben noch 6 Runden zu gehen. Oh, mein Auto sitzt die ganze Zeit auf und Aiden attackiert hier schon mal Ocon. Und Ocon scheint viel mehr Probleme zu haben. Ja, gehen wir doch links vorbei. So, jetzt auch an Aiden. Oh mein Gott, ja. Ich fahre viel zu spät auf der Bremse. Lass ich mal ein bisschen mehr Platz, dass Ocon auch hier noch atmen kann. Und da können wir jetzt auch an Ocon vorbeigehen. Und Bottas ist 5. Das heißt, wir müssen ja eigentlich das Bonusziel holen, um unser Standardziel zu schaffen. Das ist wirklich eine harte Nummer hier. Aber wir haben natürlich auch noch 6 Runden. Gucken wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. So, was? Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Also Valtteri holen wir auf jeden Fall und ich glaube auch, dass ja, safe der Letzte. Okay, das heißt dann auch in der Weltmeisterschaft kämpfen wir also mit den Alpinen, mit dem Alphas, vermutlich auch mit dem Williams und mit dem Alpha Tauri, aber die werden nicht viele Punkte haben. Ja, das ist dann interessant. Haas wahrscheinlich auch noch hinten mit weniger Punkte. Ja, das war nicht gut. Ab in die letzte Kurve hier rein. Und jetzt noch Max Verstappen überholen. Ich warte aber hier, bis der sich vielleicht mit Stroll hier anlegt. Ich glaube, das wird kaum möglich werden, oder? Dass wir hier Verstappen im Regen überholen. Okay, der Show ist wieder vorbei. Interessant, das Ganze. Ja. Tja. Ja, ich glaube, da ist sogar der 4. drin oder eventuell sogar der 3. Ich meine, das ist sehr unrealistisch, aber ich kann nichts machen. Ich habe die höchste Schwierigkeit hier aufgedreht und ich will jetzt auch nicht unter meiner Leistung fahren. Max hat sich ein bisschen sein Rennen selbst zerstört, als er da viel zu spät in die Box gefahren ist. Wir eventuell 1-2 Runden zu früh und er aber safe 1 Runde zu spät. Als Führender im Rennen muss man eigentlich da das erkennen. Können wir hier in der Windkurve an Stroll vorbeigehen, der wirklich viel zu früh bremst. Und das ist der 4. Platz. Wir haben alle unsere Bonusziele und auch unsere normalen Ziele, glaube ich, geschafft. Und jetzt geht auch Max an ihm vorbei. Der wird jetzt wieder andrücken hier. Es regnet und Norris in den Top 3. Das ist auf jeden Fall realitätsgetreu, denn Norris immer gut. Lala. Jetzt hier noch einmal die letzten 3 Runden pressuren. Und das gibt schön Punkte heute fürs Team. Das gibt fett Punkte fürs Team. Ach nein, bitte nicht jetzt. Es ist schon wieder trocken.
Auto vor dir beträgt 2. Ich glaube mal, der Sieg ist nicht mehr drin, aber es ist dann halt schon wirklich random, wenn man hier wenn man hier um den dritten Platz fährt und den jetzt auch locker hat. Nochmal reinkommen, rote Reifen, wären alle unsere Ziele futsch, also das werden wir, glaube ich, mal jetzt nicht in Erwägung ziehen. Ja, aber ich glaube, der zweite Platz, den könnten wir noch anpeilen. Es sind noch 3 Runden zu gehen, 16, 17, 18. Ja, mal gucken, mal gucken. Das ist geil, Leute, das ist sehr geil. Bergauf, da verliert der gute Leclerc wieder ein paar Tausendstel. Und jetzt schon... Der ist es auch wieder... Oh mein Gott, da gibt es den Wheelbang. Ja, fuck, da waren wir ein bisschen... Bei diesen Bedingungen, die Rest, das finde ich schon sehr fahrlässig. FIA, bitte, das finde ich echt fahrlässig. Verpiss dich. Schleichte. Weg. Geh weg. Leben oder überleben. Ich hasse solche Bedingungen, wenn da wirklich kaum noch feuchte Flecken auf der Strecke sind. Nein, viel zu spät, viel zu spät. Oh mein Gott. Da wird der gute Perez wieder vorbei. Der soll auch wieder vorbeigehen. Das war zu illegal. Ich war einfach wirklich viel zu spät on break und dann er musste dann ganz wirklich froh sein und beten, dass da wirklich nicht mehr viel passiert. Hier raus ist die KI so lasch, obwohl die Strecke trocken ist. Aber jetzt... Ob das so eine kluge Idee war, ich werde es wahrscheinlich gleich bereuen. So, jetzt geht in die letzte Runde. Okay, letzte Runde. Turn 1 schaffen und ich glaube, dann sollten wir es auch geschafft haben. Bergauf und wir haben es gleich, Leute. Wir gewinnen den Grand Prix hier. Das hätte ich mir auch nicht denken lassen, wenn wir da eine Runde früher in die Box fahren. Wir müssen uns ja die feuchten Stellen suchen, aber ich befürchte, dass es keine mehr gibt. Das ist eine perfekte Slicks-Zeit. Also, wir hatten hier trocken, Regen, Armageddon und jetzt wieder trocken und das in 8 Runden. Also, das ist wirklich, dieses Wetterchaos hier finde ich sehr nice. Sowas würde ich mir manchmal in der Karriere wünschen, dass man wirklich gar nicht weiß, welche Reifen man sich drauf geben soll. Und ja, das ist leider ein bisschen, das geht ein bisschen unter in der Karriere. Und wir gehen hier in die letzten beiden Kurven und dann haben wir dieses Rennen überstanden und sehr wichtige Punkte für Cornersport Racing geholt, dass dieses Team nicht bankrott gehen kann. Und jetzt hier geht's über die Ziellinie. Kelly Mayer schreibt Geschichte. Sie ist die erste Frau in der Formel 1 Geschichte. Herzlichen Glückwunsch, Kelly. Wenn du so weitermachst, könntest du mir ja doch noch das Gegenteil beweisen. Ist das da wieder? Kelly? Wir dachten alle, es sei noch viel zu früh, aber Cornersport hat die Entscheidung getroffen. Halleluja! Die erste Frau aller Zeiten, die einen Formel 1 Grand Prix Sieg holt. Das haben heute nicht alle getan. Es ist schön zu sehen, dass Cornersport seine Chance so genutzt hat. Wunderbar, das Rennen von Mayer. Cornersport musste etwas anderes machen, wenn sie sich gegenüber der letzten Saison verbessern wollen. Das Timing war heute auf jeden Fall gut und Mayer beeindruckt weiterhin. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Yes, Leute. Toll. Was für eine Leistung. Kelly Mayers auf dem Podium. Da bin ich schon sehr beeindruckt, dass wir das geschafft haben. Gibt es Interviews auch noch nach dem Rennen? Schaut nicht so aus, oder? Dem mutigen Hilfer, das Glück. Kelly, tolles Rennen. Beweisen, David auf. Was war das? Ich wollte dir doch nur gratulieren. Was ist los? Womit liegst du falsch? Was soll ich dir beweisen? Das hatte doch nichts zu bedeuten. Ich wollte dich einfach nur ehrlich loben. Indem du mir sagst, wie wenig du tatsächlich an deine Tochter glaubst. Kelly.
Auf wessen Seite bist du eigentlich? Aber es war doch ein tolles Rennen. Du hast gesagt, du hältst ihn von mir fern. Ich rede mit ihm. Warum kann er den Tierfang nutzen? Er hat nicht gefragt, es ging zu schnell. Ja, er tut einfach, was er will, solange ihn niemand aufhält. Ich werde mit ihm sprechen. Das war heute wirklich ein tolles Ergebnis. Vergiss das mit deinem Vater, ja? Ja. Gut. Sieht aus, als hätte er sowieso schon einen neuen Freund. Ah, sie ist halt wirklich sehr... Ja, teilweise sehr drüber. Die ist wirklich, ja, hitzköpfig und sie, es ist eigentlich ein Ebenbild von Devon, in weiblicher Form. Das muss man leider sagen. Also, für heute war es das mal, Leute. Wir sind, ja, bei guten 20, 18 Minuten. Das ist, glaube ich, okay. Ich glaube, da kommt auch kein Anruf mehr. Morgen oder übermorgen geht's weiter hier. Wir werden noch auf jeden Fall, natürlich, Evelyn. Ein Kasper. Oh, das kann gar nicht. Das ist gar nicht gut. Kasper. Hey, ich habe Vorkehrungen getroffen, um den Zugang zum Teamfunk einzuschränken. Da muss ich mich wohl bedanken. Dein Vater hat Jeff dazu überredet. Er sagte so etwas wie, ihr könnt mich in meinem eigenen Team nicht vom Teamfunk fernhalten. Ja, Jeff knickt manchmal ganz schön schnell ein. Jeff knickt immer ein. Aber du wirst dich mit Davidoff arrangieren müssen. Er kommt später zu dieser Pressegeschichte. Oh nein. Ja? Wolltest du ihn nicht von mir fernhalten? In einem Team muss man manchmal Kompromisse eingehen. Du konntest das nicht verhindern? Ich muss eine Menge Leute bei Laune halten. Und manche sind wohl etwas wichtiger als andere. Ich gebe mir wirklich Mühe, Kelly. Ich muss jetzt los, reden wir später. What? Die ist wirklich nicht einfach. Und zieht immer... Mann, Evelyn. Ja, was denn sonst? Ablehnen. So, wir hören jetzt nicht mehr hin. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Abonniert gerne... Was gibt's denn, Mom? Stirbt die gerade oder warum ruft die so oft an? Mom! Kelly, ich habe deine Nachricht gekriegt. Ihm beweisen, dass er falsch liegt, der hat Nerven. Er macht mich echt fertig, Mom. Ich sollte das nicht zulassen, aber ich ertrage es einfach nicht. Er und seine kleinen Spielchen. Sprich ihn darauf an, Kelly. Du musst etwas sagen. Ja, das habe ich jetzt auch. Und? Er sagte, er hätte es nicht so gemeint. Er hat mich gelobt. Unglaublich. Was hast du erwartet? Eine Entschuldigung? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Du fährst weiter, Kelly. Mehr kannst du gerade nicht tun. Alles andere ist unwichtig. Wenn es doch nur so einfach wäre. Das stimmt. Ich beneide dich nicht, Schatz. Ich lass dich dann mal in Ruhe. Tschüss, Mom. So, für heute war's das mal, Leute. Vielen, vielen Dank für den Support. Abonniert gerne kostenlos den Channel und lasst doch unbedingt gerne einen Daumen rum da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder hier auf YouTube oder auch gerne später noch auf TikTok. Vielen Dank, bis dahin. Danke fürs Zugucken. IT-Gaming Instagram oder auch gerne auf it's-tobi auf TikTok. Danke fürs Zugucken und danke. Bye.